In der letzten Episode. Wir wollen zur Jagdhütte. Und in der letzten Folge ist hier einiges Wolfsgezuchtel durchgelaufen. Naja. Zuppeli, zuppeli, zupp, zupp, zupp. Und Zuppelwolf. Schnauze. Warte mal. Das ist ein Kaninchen. Das rieche ich von hier aus. Du bist echt ein Trottel. Da liegt auch wieder irgendwas. Noch ein Revolver. Noch ein schlechterer Revolver. So, jetzt aber rennen. In den Schrank. So, warte mal. Bitte was? Echt? Das funktioniert so. Das ist ja hervorragend. Oh, heute gibt's leckeres Essen. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark. Oh, im Schleichermodus. Oh, im Schnaufmodus wahrscheinlich eher. Ja, der Junge ist wieder völlig außer Puste, weil er wieder etwas laufen musste und weil er ein bisschen was tragen muss. Diese 53 Kilo, meine Güte. Er hat sich halt wieder. Das ist echt schlimm. Na gut. So. Dann haben wir hier nochmal zwei Rehhäute. Die Wolfshäute, die lassen wir jetzt halt. Das ist jetzt völlig Wumpe. Okay, ist wirklich viel leichter. Ist es nicht geworden? Was sagt denn eigentlich der Tag? Hey, wir sollten noch was abkochen, sagt der Tag. Gut. Was ist denn eigentlich mit dem Wolfsfleisch? Achso, die Wölfe haben wir schon, auseinandergenommen, wir haben nur noch die Därme rausgeholt, irgendwie sowas. Unsicher, okay. Mhm. Gut, dann darfst du hier dich wegschieben und nochmal ein Feuerchen machen. Sehr schön. Da haben wir es schon, das Feuerchen. Hat leider noch nicht gereicht, aber das geht noch hin. Alles zu seiner Zeit. So, dann bitte hier so viel Unsicheres wieder reinbekommst. Okay, da können wir uns nämlich jetzt mal um die Fackeln kümmern. Genau. Okay, alles klar. Ja, die kann man ja leider nicht zerlegen. Die kannst du reinigen, aber das bringt, das ist halt auch nicht so wirklich sinnvoll. So, was haben wir denn sonst noch Schönes hier? Achso, das Buch hätte ich verwenden können. Ja, natürlich. Hm, Mist. Gut, ich kann es auch immer noch ins Feuer werfen. Ja, das müsste man ins Feuer werfen können. Das wäre viel lustiger. Okay. Das ist unser Futterbestand, der Kleidungsbestand. Ja, wir sollten wahrscheinlich diese Dinger, die sind eigentlich zu schade, dass sie kaputt gehen. Wir können sie nicht reparieren, weil wir kein Nähzeug haben. Stimmt, das war die Geschichte. Ja, das Material ist in. Da müssen wir leider noch warten. Okay. Ja, ansonsten können wir da auch erstmal nichts tun. Okay, Medizin. Sieht gut aus. Ja, die Tannen halt. Es ist die Summe aller Teilchen. Da machst du halt nichts. Eigentlich könnte man dann schon nochmal heute los. Ich will mal gerade schauen, was sagt denn eigentlich das Wetter? Ah, ja, da ist noch mehr Essen da. Okay. Oje, oje. Wir werden ja eh nochmal hierher kommen, wenn das Zeug alles fertig ist. Aber das wird noch dauern. Okay, wir haben den Nebel. Der hatte ja in der letzten Folge dann irgendwann nachgelassen. Das heißt, es sollte aufklaren. Okay, dann mache ich so. Ich werde noch ein paar Sachen ablegen, dass wir vielleicht auf 45 Kilo oder so kommen. Und ja, und vielleicht noch die Säge und dann passt das. Dass wir dann, wenn wir das Zeug holen, dann hier halt das entsprechend fertig haben. Achso, ich hätte ja eigentlich noch den anderen Topf mit dem anderen Eulenwasser aufsetzen können. Na gut. Das passt ja sogar. Relativ gut. Gut. Genau, eines essen wir, dann trinken wir. Und dann schmeißen wir noch ein bisschen Wasser raus. Und dann heißt es eigentlich mal zurück zum Reparaturschuppen. Nehmen vielleicht das mal mit. Gut. Ja, wir müssen hier nochmal herkommen und ich sag mal aufräumen. Hä? Hat die nicht schon mal genommen? Anscheinend nicht. Gut, dann haben wir sie jetzt.
33 Schuss, alter Schwede. Und 22. Plus die 10 und plus die 6. Also 39 für den Revolver und 32 für den das Gewehr. Okay, Moment, ich muss mal gerade schauen. Wir haben Tag 140, genau. Und Tag 145 heißt dann, also abends, ihr seht ja so nachmittags, da ist dann das Zeug hier fertig hier drin. Und dann heißt es für uns halt hier am Tag 145 frühestens sollten wir hierher kommen. Ja, wir werden uns noch ein bisschen die Tag um die Ohren schlagen müssen, es hilft nichts. Ja, hier ist es jetzt erstmal ruhig. Das ist es vielleicht in 5 Tagen nicht mehr unbedingt. Keine Ahnung. Können wir dann sehen. Aber dann gehen wir wieder mit Munition hinein. Wir müssen jetzt erstmal zum Reparaturshop, weil wir brauchen Nähzeug. Basteln uns mal 2 Stück und dann werden wir mal ein bisschen den Nadeln, Faden schwingen. Ja, und bei dem Reparaturschuppen, die 2 Wölfe, die da gefallen sind, das, ich weiß gar nicht, ob das im letzten Tag sogar noch war. Ich muss mal gerade schauen. Ja, das war der vorherige Tag, okay. Die sollten wir vielleicht auch noch abkochen. Das macht wahrscheinlich schon Sinn. Heißt aber, wir müssen uns mit den anderen Wölfen auch noch auseinandersetzen. Naja. Vielleicht sollten wir mal das Gewehr verwenden dafür. Wir wollen den Skill ja auch auf Level 5 haben. Das ist ja auch nicht von Uninteresse. Ist eigentlich hier unten was? Eigentlich nicht. Halt nur die Rohrkolbenstänge. Oder? Hab ich da was gesehen? Nö. Waren die Steine da drin? Naja, gut. Dann keine Rohrkolbenstänge. Oh ja, mal kein Minustemperatur. Ja, ich habe gerade den Interloper gespielt. Oder die Interloperin. Ist ja eine Dame in diesem Durchgang. Beziehungsweise bei mir ist es eigentlich... Am Anfang war es der Herr, der Monsieur, der durfte... ran. Ja, und da ist ihr ja permanent zu kalt, alter Schwede. Immer. Gut, in der letzten Folge sowieso besonders. Wie es wohl kommt. Aber ja, sie friert sehr schnell. Ihr allerdings auch, ja, muss man dazu sagen. Aber das entspricht dann sozusagen auch meinen Kollegen. Die frieren auch mal sehr schnell. Jetzt, wo es angenehmere Temperaturen hat, da rennen die schon wieder angezogen rum. Da könntest du gerade denken, die kommen aus dem Skiurlaub so ungefähr. Dicke Wollmütze, dicker Wintermantel an und dann mit Handschuhen kommen sie da. Wo ich denke, toll, es sind 10 Grad. Ziehe ich mir zu meiner kurzen Hose dann halt mal eine Jacke an. Eine Fließjacke, eine dünne, das reicht ja auch. Tja. Ja, hier kann, glaube ich, auch ein Wolf rumrennen, wenn mich nicht alles täuscht. Also wird da im Schleicher einer rumrennen, im Interloper ist das ja nicht so sicher. Ah ja, Schösslinge da vorne, genau. Deswegen gehen wir hier lang. Wir sammeln die ein, wir verwenden sie aber noch nicht. Schön Stöcke sammeln. Ja, im Interloper habe ich schon gesagt. Ich erwähne es der Vollständigkeit halber hier nochmal. Mod-technisch alles beim Alten, hat sich nichts geändert. Es gibt noch eine Mod, wo du die zur Verfügung stehenden Speicherstände auf 999 anheben kannst.
Ja, weil Hinterland irgendwie nur 25 eingestellt hat. Also die haben einfach eine Zahl definiert, 25. Mehr Speicherstände gibt's nicht. Dann fang halt eine neue Sandbox an. Dann lösch halt eine alte und fang eine neue an. Und du kannst jetzt halt 999 Sandboxen oder halt auch Story-Modus, Durchspielungen halt haben. Beim Story-Modus, ich weiß nicht, da reichen mir zwei. Also wenn ich das einmal auf schwer spiele, ich es ja in der Playlist. Ich selber würde es vielleicht nochmal auf normal spielen oder mal auf leicht, einfach so zur Entspannung. Aber ich meine, ihr habt ja gesehen, dass wir selbst, also auf schwer waren, sag ich mal, die Wölfe so eigentlich die einzige Herausforderung. Bitte zeichnen. Da ist ein Hirsch da vorne. Aber zu finden war eigentlich genug. Das war, also war nicht, es war schon knapper als im anderen Durchgang, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, das ist echt verdammt wenig. Also schwer habe ich immer noch das Gefühl, dass es zwischen Reißen und Schleicher ist. Ja, noch einer. Ja. Komm, nimm's einfach. Nimm's einfach alles mit. Und die. Ja, der Tag geht zur Neige. Leider schon. Ich lass ihn mal. Ich notiere mir das mal. Beschädigte Bahnstrecke, wackelige Brücke, so heißt das Ding ja. Wir lassen ihn einfach mal, das ist, es wird mir zu spät, bis wir dort sind, ist es 6 Uhr, dann naht die Finsternis, das lange Dunkel. Weiter Stöcke, komm, wir nehmen einfach, was wir kriegen. Wenn das vielleicht irgendwann brauchen. Also ich denke da speziell an die Schlucht, in die wir noch müssen. Nicht mehr heute, das machen wir am nächsten Tag. Ah ja, guck mal. Da. Der Stock ist jetzt echt zu viel. Da ist er. Ja, aber du bist ja allein, du brauchst nicht mit dir selber zu reden. Das ist ein Idiot. Beziehungsweise, warte mal. Wo kommt er denn her? Ja. Ja, der Revolver ist und bleibt so schwach. Das ändert sich nicht. Hallo. Ja, kannst du flitzen, wie du willst. Es wird nicht besser. Okay, ist sonst nichts. Immer schön den Schwanz so wackeln lassen, das ist wichtig. Ja, wir haben wohl die 50 Kilo wieder überschritten, aber das mit den ganzen Stöcken, die wir aufnehmen, das ist dann auch verständlich, dass er dann wieder anfängt zu schnaufen. Tja. Hier gibt es wahrscheinlich auch noch einen Hörstand. Ja, es bleibt heute neblig bis abends. Noch ein Schössling.
Das sind mal Birken. Ja, hier ist auch noch eine. Ach, wir haben gar kein Seil. Achso, wir brauchen das, glaube ich, auch gar nicht. Mal davon abgesehen. Das Seil haben wir ja angebracht am der Berghütte. In der Jagdhütte. Ne, der Hirsch ist unten. Hier oben ist tatsächlich kein Hirsch. Krass. Und auch kein weiterer Schössling. Okay. Tja. Da wird zwar ein Seil eingezeichnet, aber da ist kein Seil. Es ist nicht da. Ja, dann ist das der Hirsch da unten. Ja, wir müssen die Ebene da unten eh mal säubern. Das heißt, wir müssen uns mit den Wölfen anlegen, die noch da sind. Und dann den Rest komplett alles rausnehmen. Und, abkochen. Aber nicht mehr heute. Ja. Ja, das wird jetzt gekochene Knochen geben. So ist das halt. Ich sag ja, das wird halt. Du kannst sowieso nicht rennen, das war völlig unnütz. Hättest du ja gerade sparen können. Haben wir echt noch diese phänomenalen Schmerzmittel an, oder? An uns. Ja, tatsächlich. 8%, aber das geht noch. Ja, jetzt lauf zu, komm. Ja, ich versuch mal ein paar Wölfe zu erspähen, aber es ist ja nichts. Da vorne ist was Gegrätes, okay. Ja, da liegt einer, okay. Und sonst sehe ich hier. Und da hinten ist es die Leiche. Habe ich das schon mal mit dem Füßeheb gehabt? Ich weiß nicht. Ich komme mir gerade vor, als hätte ich das noch nie gesagt. Da hinten der Hirsch. Da der eine Wolf. Ist das da? Achso, du kannst den. Gib mir das Gewehr. Das ist, glaube ich, nur ein Felsen, oder? Ja. Ja, hier ist sonst nichts weiter zu hören. Aber das heißt ja hier nichts. So, jetzt geht's wieder in diesen hellen Schuppen. War ist der hell? Okay, reicht. Hinein. Ja, ja. Hilfe, Junge. Ja, das bleibt tatsächlich alles oben. Sehr schön. Dann haben sie das mal gefixt. Okay. Das Rennen, die 15 Rennen. Dann passt es erstmal. Dose kannst du auch erstmal reintun. Das ist schon okay. So. Ja. Ja, es wird nicht besser, Junge. Es wird einfach nicht besser. Achso, wir haben die 4 Birken. Die gesammelten, die verschiedenen. Lege ich gleich zu dem Ahorn. Das heißt, für Bogen ist man hier ganz gut schon gerüstet jetzt. Theoretisch. Wenn dann noch die Pfeilspitzen fehlen würden. Junge, das schnauft denn immer noch. Du kannst doch inzwischen mal aufhören. Also wir können... Ach doch, wir haben den Darm... Ach Gott sei Dank gab es hier einen getrockneten Darm. Ja. Weil ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, haben wir auch kein Nähzeug hier gefunden. Ja, schnauf, schnauf, schnauf. Ja, hier liegt noch ein bisschen Wolf, okay. Warte mal, wir haben doch... Genau, das Buch können wir verbrennen. Dann muss ich jetzt keins aufnehmen. Holzkohle haben wir schon abgeschöpft. So, ich will nochmal gucken, ob wir hier irgendwas drin haben. Nee. Zum Glück nicht. Und hier. Ah ja, noch ein Feuerstahl, alter Schwede. Jetzt können wir jetzt noch einen reintun. Boah. Das ist schon echt krass. Papierstreichhölzer. Und nochmal Holzstreichhölzer. Ah ja, hier ist ein Seil, okay. Ja, das Problem ist, das Ding ist voll. Aber wir haben ja auch nur Munition oder solche Geschichten hier. Die bewahre ich lieber woanders auf.
So, wie ist das hier? Hier haben wir doch die ganze Kleidung gesammelt. Das da, das müsste man reparieren. Das da. Echt nur so wenig Stoff. Naja, gut. So, wo haben wir... Oh, jetzt wird es aber schnell dunkel hier drin, alter Schwede. Da müssen wir aber schnell anmachen. Nee. Da ist gar nichts drin. Warte mal. Habe ich hier alles durchsucht? Ja. Den Mülleimer habe ich auch durchsucht. Den habe ich nicht durchsucht. Okay. Weil irgendwas hatte ich beim Editieren gesehen, was ich nicht durchsucht hatte. Das war der Mülleimer. Okay, gut. Dann, so, das reicht eigentlich. Ansonsten passt das eigentlich. Junge, was ist denn nur los? Bist du ein Eimer oder was? Oder ist das wegen deiner Verletzung? Das kann doch nicht sein. Was bist du für ein Eumel? Soll ich mal gucken, ob ich das Messer... Ich müsste das Messer wahrscheinlich noch unten reinkriegen. Oder? Das da. Ja. Gut. Dann guck mal, ob das andere auch die Nahkampfwaffe ist. Hier ist sie jetzt. Gut. Das passt. Medizin, ja. Wo habe ich denn die Medizin? Haben wir keine Medizin hier gesammelt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Muss ich nochmal in die Spinde gucken. Die anderen beiden, die daneben waren. Ob ich da irgendwas drin habe. Alter, Tatsache. Ah ja. Noch mehr solche Sachen. Okay, aber keine Medizin. Nur falls Aurora. Da ist auch nichts. Dann fange ich einfach ein neues Fach an. So einfach ist das. Naja, so langsam kommen wir runter, aber nur ganz langsam. So, jetzt geht's ums Angel. Ums Angelzeug, genau. Weil wir reparieren wollen. Wir haben kein Altmetall, echt. So, wo kriegen wir Altmetall her? Die Tür? Natürlich nicht. Wie komme ich denn darauf? Das Auto? Natürlich nicht. Wir haben kein Altmetall hier. Habe ich das Gefühl, es fehlt was. Kannst du die Rohre zersägen? Nee. Ja, wir haben das schon kapiert, dass es dir nicht so gut geht. Aber das geht von allein wieder weg, da muss man nichts tun. Der Himmel. Gut, dann muss halt der Stuhl dran glauben. Ja. Genau, dann sind die Schmerzen geheilt. Wir haben ein bisschen Stoff gewonnen. Dann haben wir jetzt auch genügend Altmetall hier. Ach, ich weiß, wo ich den Altmetall habe. Ja, natürlich an der Schmiede. Verdammt. Kriegen wir Aurora oder was? Das eine Ding leuchtet da vor sich hin. Ja, ich weiß, du kippst gleich um. Das Reparieren, das wird heute auch nichts mehr. Ja, ich habe das, glaube ich, hier gelagert. Ja, natürlich. Ja, okay. Die Wanne kann man leider nicht zersägen. Man kann sowieso relativ wenig zersägen. Warum eigentlich? Ich glaube, die Dinger kannst du noch... Hier, diese. Genau. Ja, wir essen gleich was. Keine Sorge. Am besten den Wolf da unten. Wobei, das können wir auch frühs machen, ja. Wir trinken jetzt einfach nur und dann... Mit dem Reparieren müssen wir verschieben. Das hilft jetzt nichts. Ich mache das jetzt nicht heute Abend noch. Und so schnell sollte es ja auch nicht kaputt gehen. Beziehungsweise unsere Kleidung sollte man dann wenigstens noch reparieren. Jetzt wollen wir erstmal pennen. Ja. Okay, pennen das mal aus. Ja, wir hatten tatsächlich eine Aurora. Okay. Warte mal, das war eigentlich Blödsinn, das da reinzulegen, weil jetzt haben wir ja Zeit. Die beiden Dinger. I could eat anything right now. Der Rest ist ja in Ordnung, der Rest passt ja. Die Socken können wir noch zerlegen. Falls es zu knapp wird. Ja, ich weiß, das machen wir jetzt auch sofort. Bevor es nämlich zu spät ist. I'm so thirsty. So. Wie viel Platz haben wir noch? Ein Kilo. Dann kommt das mit da rein, was weiß ich. Haken, sollte der da rein oder besser woanders hin? Ich mache ihn in die Werkbank. Macht wahrscheinlich mehr Sinn.
Wahrscheinlich schon. Okay, wir gehen dazu hinaus. Okay, was sagt denn das Wetter? Das sieht gar nicht so schlecht aus. So. Okay, dann einmal hiervon. So, dann reparieren wir zuerst mal unser Zeug. Was wir ja anhaben wollten. Genau, und das da. Erfriere. Ach, weil du gar nichts auf dem Kopf hast. Verdammt. Ja gut, dann ist es halt so. Was weiß ich. Oh, es ist neblig geworden. Das ist ja das Traumwetter wieder mal. Okay. Ach, du rennst ja auf einmal. Das bin ich gar nicht gewohnt von dir. Okay, schmeiß die drei Dinger jetzt da rein. Sonst wird mir das zu schwer. Wir kümmern uns jetzt mal um die Wölfe in der Hoffnung, dass der Nebel nicht zu stark wird. Das kann auch erstmal rein. A bis Z bitte, damit man es besser sieht. Ach so, die Dinger wollte ich noch rauslegen. Die 47 Stöcke brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr. Wir nehmen jetzt das Gewehr bitte. Und schauen uns jetzt mal nach den Wölfen um. Dem Hirsch, der da liegt, oder den Hirschen. Das können ja auch ein oder mehrere sein. So, Junge. Mir ist es nicht echt eine Feder. So, Junge. Ja, drei und die zwei Därme. Das machen wir alles mit dem Messer. Dann geht es nämlich richtig schnell. Gut. Nebel ist noch nicht dunkel. Okay. Ja. Dann kommt das erstmal hier hin. Gut. Das war der erste Wolf. Ja, im Interloper haben wir uns ja das Wolfsfell geschnappt von dem Wolf, der da in dieser sogenannten Horrorhöhle unterwegs war. Es war aber echt ein zähes Biest. Okay, es scheint wohl nur ein Hirsch zu sein. Das war echt ein zähes Biest, alter Schwede. Ja, der hat uns da auch dann den Sack beschädigt. Also das heißt, wenn er keine Kleidung hat, dann nimmt er den Sack. Das muss man sich merken, dass man da, wenn man wirklich in so einen Kampf geht, dass man auch den Sack mit auszieht. Auch wenn man da halt ein bisschen weniger rennt, aber wenn man sowieso in den Kampf geht, dann ist es ja auch fast egal. So, den vierteln wir jetzt. Das geht nämlich ein bisschen schneller. Insgesamt wahrscheinlich schon. Dann nimmst du das Beil. Okay, es ist aufgeklärt. Echt nur ein Sack. Also es ist komplett aufgeklärt. Krass. Okay, aber es sind tatsächlich nicht so viele Wölfe hier unterwegs. Interesting. Das war auch schon mal anders. Also wir hatten hier schon mal vier Wölfe gehabt. Und mehr. Was? Wo? Ah ja, da. Tja, du musst jetzt rennen, weil ich dir entgegengekommen bin. Oh, danke. Hab ich dich nicht getroffen, verdammt. Ach, verdammt. Hand und Fuß. Oh, dann halt. Bis zum Ende. Haben wir den nicht... Habe ich den nicht getroffen? Ich habe ihn nicht getroffen? Ernsthaft? So, was haben wir sonst noch? Nichts getroffen. Ich habe nicht ein einziges Mal getroffen. Schönen Gruß an die Quote.
Na gut. Hier drin ist es ja auch schön hell. Hab ich die Maus? Ich hatte das Gefühl, ich hätte die Maus zu schnell, aber sie ist dieselbe Einstellung wie vorher. Was sagt man dazu, Junge? Kannst du ja auch einen Kopf greifen und schnaufst nur noch. Oh ja, danke. Du hattest schon First Aid. Wie viel brauchst du denn? Gott, da die Helligkeit noch schnell nachgeladen. So, noch mehr Dame dazu. Kann man nicht genug haben. Und vor allem noch mehr Fleisch. Komm. Ich glaube, es ist nicht mehr nur Hertz bei dir. Ich glaube, bei dir ist es auch Megahertz. So, da haben wir noch ein bisschen Fleisch dabei. Und nur... Ja, ich wollte eigentlich heute los, aber das können wir uns gerade abschminken. Dann machen wir halt Feuerchen. Ja, es ist nicht hell genug hier drin. Was weiß ich. Ist mir auch egal. Komm, nimm das Buch. Wildesküche, genau. Gut. Turned out pretty well. Nee, das kommt nicht drauf. Jetzt leg's halt dahin. Und das da. Nehmen wir aber jetzt ein bisschen Altholz. Die Stöcke hebe ich mir eher auf für die Schlucht. Am nächsten Tag. Gut, alles klar. Ja, wird ja heute sowieso nichts mehr, wie man hört. Sehr schön. Machen wir das einfach so. In der nächsten Folge braten wir hier noch fertig. Wir werden den Tag natürlich noch hier bringen, hier zubringen. Und wir werden die Kleidungsstücke noch reparieren. Und die Hose hat auch ziemlich gelitten diesmal. Wir werden nochmal durch unsere Kleidung gucken. Es war jetzt nur die Hose auf gelb, der Rest ist ja noch weiß. Da müssen wir mal gucken, was da genau kaputt ist. Und, ich hoffe, wir kommen dann in die Schlucht. Das wäre so mein Wunsch. Mal schauen, ob wir es schaffen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao.